Willkommen, Freunde, zurück zu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Letztes Mal haben wir ja gegen Arcana verloren. Ich sammle jetzt erstmal hier die ganzen Bonus-Teile auf. Und dann würde ich vorschlagen, holen wir uns irgendwie Booster oder so und versuchen mal, das Deck nochmal ein bisschen zu optimieren. Ansonsten... Ja, weiß ich auch nicht, was wir machen könnten. Es gibt ja so Strikes, es gibt ja auch so ein Kaiba Structure Deck quasi, aber ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich lieber mit einem Eigendeck hier in diesem Spiel spielen, tatsächlich. Das ist hier drin. Feuermonster. Da. Zauberfallen. Okay, das hier ist dieser Dragon drin. Wenn diese Katze schon auf Friedhof liegen, was anderes mit Typo. Ja, nee, das ist irgendwie nicht so. Was ist hier? Selbst kein stärkstes Monster, glaube ich. Mal warme echte Karten wie der Axtreuerbeschwörer. Ah, 1700er. Das wäre echt etwas, was wir gebrauchen könnten. Ich hole hier mal ein paar Booster. Ja. Ich wollte so zwei holen. Muss ich die sofort aufpacken oder? Ja. Komm schon. Mögliche Ultra. Der ist Ultra. Dieser Karten Totenkopf fechten ein. König von Yang Makai. Nice. Blutroter Sonnenvogel. Leider kann ich dich nicht gebrauchen. Okay, warte mal. Ich gehe mal in dieses Booster rein. Komm bei den Commons, wäre so schön. Irgendwie so was Gutes mal zu bekommen. Oder zu bekommen können, ne? Oh, herbeigerufener Totenkopf. Das ist das Shit. Okay, hier gibt es keine normalen Monster. Ich muss irgendwas haben, um den Arcana so ein bisschen was entgegensetzen zu können. Ich meine, es kann ja nicht sein. Wieso gibt es hier keine normalen Monster? Hier. Ist da nicht so... Oh. Und Gradius. Ah, das ist nicht so stark, wie ich gerade dachte. Ja, ich würde vorschlagen, man kauft sich jetzt einfach random irgendwelche Packs oder so. Köpfliche von dem da. Ach, 10 Packs. Ja, so viele möchte ich gar nicht kaufen, tatsächlich. Ich möchte eigentlich nur 5 kaufen. Oder sowas. Oh, hier gibt es einen Worse-Plünderer, 1900er. Und mechanische Jäger, 1850er. Oh, komm schon. Schneemannmaschine, das ist sehr süß. Genix Sprenglüfter. Wenn diese Karte speziell schon beschworen wird, kannst du auch wieder Genix sagen. Okay. Jawoll! Haben wir direkt die Karte gezogen, die wir gebraucht haben. Jetzt, ich will diese Booster aber nochmal kaufen. Wir müssen ein bisschen Booster kaufen, wie es aussieht. Da ist der Tigerbeschwörer. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein normales Monster chauffieren, eine niedrige Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, alle Monster, die du kannst. Das ist gar nicht mal so übel. In der Tatsache, dass wir noch relativ viele normale Monster spielen, flipp wieder eine Karte in deinem Friedhof, mischt das gewählte Ziel in dein Deck und es ist ein 1600. Ja, doch. Dark Blade, der Kapitän der bösen Welt. 4 Sterne, 1,8. Einmal pro Spiel, du kannst ein finsteres Monster von deinem Friedhof verbannen, um ein Lichtmonster chauffieren, gehört zu wählen, das dann. Gut, wir müssen den Effekt ja nicht aktivieren, schätze ich.
Komm, so noch eins. Und dann holen wir andere Booster. Denke ich mir. Wir müssen aktuell... oh, da scheint was Gutes drin zu sein. Den haben wir schon. Genix-Arbeiter. Aha. Peten, dunkler Clown. Wenn diese Karte aufgelegt wird, du kannst diese Karte auf jeden verbannen. Beschwöre einen Peten, dunkler Clown von deiner Hand und deinem Deck. Wow. Da habe ich mir etwas mehr von erhofft, muss ich sagen. So. Ja, dieses Crimson Kingdom Boost Pack kaufen. Okay, mach auf. Erschöpfender Zauber. Entferne alle Zauber 10 Marken vom Spielfeld. Ah, das ist sehr speziell. Lichtstrahlgräfer 1700. Du kannst diese ganze Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du ein Lichtmonster Stufe 5 oder höher abwirfst. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Lichtmonster abwerfen, aber ein Lichtmonster von deinem. Cool. 1700. Und den Effekt müssen wir nicht aktivieren. Oh, Psi. Was? Psychischer Kämpfer. Okay. Wenn diese Karte als normal oder Spezialbeschwörung wird, du kannst eine Karte im Friedhof deines Gegners wählen. Lege sie entweder auf oder unter sein Deck. Du kannst diesen Effekt von Watzi nur einmal pro. Ah ja, das ist auch ganz interessant. Das kann man sogar ganz gut benutzen. Gehen wir mal in den Deck-Editor. Und packen mal diese Karten rein, die jetzt ich als gut gefunden habe. Deck ändern bitte. Danke. So. Noch nach Neueste sortiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war einmal... Der darf rein, 1700, hallo. Der darf rein, 1500, zwar nur, aber trotzdem ganz brauchbar, wie ich fand. Finde ich von Yami Makai. Ja, doch. So. Halt die Frage, komm, den ziehe ich dann raus. Wie viele Tributmonster haben wir dann? 1, 2, 3, 4, 5. Dann würde ich sagen, machen wir sie weg, oder? Wobei sie mit 2000 Verteidiger, ja gut, es gibt 4 Sterne für Verteidiger, ne? Mit der gleichen Verteidigung. Das ist jetzt nicht so super, sage ich mal. Wie viel waren das? 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach die mal weg. Mache noch einen Block Angriff rein. Speziell jetzt für dieses Duell. Jetzt die Sache, ob wir vielleicht nicht schon sogar... Okay, guck mal, Hitsumi-Riese können wir ein bisschen entfernen. Ich würde sagen sogar komplett, oder? Wobei, der hat nur 700 Verteidigung. Das ist halt nichts. Dann machen wir noch einen von dem weg, ne? Einfach so ein bisschen so. Und probieren es mal damit. Oder? Weil die Fallenkarten, die ich habe, die sind sehr... Ja, doch, ist relativ speziell, habe ich so das Gefühl. Gut, probieren wir mal gegen Arcana zu kämpfen. Mach schon. Da ist er. Die anderen, die kann man ja dann immer noch kaputt machen. Haha, ja, ich weiß. Das haben wir im letzten Part, glaube ich, schon alles gelesen. Deswegen werde ich das jetzt nicht mehr vorlesen, weil ich ein Asi bin. Alter. Und wo ist das Vieh bitte? Das er gespielt hat letztens? Siegerbelohnung. Ach, das ist, was ich gewinnen kann bei ihm. Ich verstehe, das ist gar nicht sein Deck. Ich dachte, das ist sein Deck. Wahrscheinlich ist es zum Teil auch sein Deck, aber vielleicht nicht nur oder nicht ausschließlich oder wie auch immer. Probieren wir es mal mit einem etwas verbesserten Deck. Ich wollte nicht unbedingt anfangen.
das ist in Duel Links doch schon. Das ist gut. Also 1800 bis 1900, das ist schon eine krasse Ansage. Weil mittlerweile gibt es auch 2000 oder 4 Sterne-Mods. Das finde ich immer ein bisschen witzlos tatsächlich. Okay, das können wir später einsetzen. Okay, wir nehmen den Babydrachen als erstes. Wir greifen an. Ich greife mal mit dem Stärken an, falls er eine Stufe hat. Das hat sich nicht so sehr gelohnt. Aber gut. Besser als gar nichts abzuziehen, schätze ich. Okay, da kommt jetzt wieder irgendwie ein Niederschlag runter. Falls man das hören sollte. Oh, 1500. Aber das ist egal. Bin ich kurz davor, einen Kampf zu werden. Welche Karte ist das überhaupt? Illusionärer Herr, den kenne ich gar nicht. Gibt es diese Karten in Real überhaupt? Zug beenden. Boah, was wäre richtig geil wäre, echt. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Dass im Ancient Sanctuary Booster Pack damals normale und vor allem normale mit wenig Sternenmonster sehr ziemlich gepusht wurden. Und das wäre irgendwie bestimmt voll das coole Deck eigentlich. Boah, jetzt haben wir den voll easy peasy weggemacht, weil er nicht irgendwie gleich im zweiten Zug seinen dunklen Magier da gespielt hat. Das finde ich gut, muss ich sagen. Das finde ich gut. Oh, bald kriegen wir den Herr der Drachen. Bei Oha, drei Karten kriegen. Was ist das? Magnetzirkel Level 2. Beschwöre ein Monster vom Typ Maschine der Stufe 2 oder niedriger von deiner Hand als Spezialbeschwörer. Okay. Das haben wir. Geist der Winde. 5 Sterne, 1700. Gut, das ist jetzt nicht das Beste, aber. Nee. Was jetzt los? Ja. Vergib mir, Meister Marek. Ich habe aus Überzeugung verloren. Ich weiß, du wirst diesen Witzbold erledigen. Bitte, zeige Gnade. Gnade, bitte, Meister Marek. Wann bin ich jemals gnädig? Oh, verzeih die Aufregung. Er hatte Talent, aber nicht genug. Zeit, dass ich mich persönlich um dich kümmere. Lass mich nicht warten. Auf dich wartet ein wunderbares Spiel. Ein Spieler Schatten. Erworbene Gegenstände in der Geschenkbox. Oha. Was ist hier in meiner Geschenkbox? Ich will das nur mal genau wissen. Okay, einmal das hier. Whatever. 2000 Münzen. Nice. Für was brauchen wir diese Münzen? Das habe ich irgendwie noch nicht verstanden, weil irgendwie bezahle ich alles mit Edelsteinen hier. Also an Boostern. Was haben wir hier? So, Bingo-Mission. Okay. Yeah. Bingo. Oh, 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 oh. Oh, und so auch nochmal Bingo. Oh, oh, Edelstein erhalten. Und jetzt kriege ich noch ein Bingo. Jetzt pass auf. Bingo. Nochmal 50 Edelsteine. Nice. Handle dreimal mit dem Kartenhändler, erreiche Stufe 10. Bald. Gewinn ein Duell gegen Myra in deiner Duell. Ja, das kommt irgendwann auch noch. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal die Billo-Duelle. Weil wir müssen ja noch 5. Wie heißt das? Von diesen Dingern da sammeln. Dass wir zu Marek kommen. Oder zu einem weiteren Raritätenjäger. Was da halt eben halt zuerst zutrifft. Du! So, was hast du da für ein Bullshit gelegt? Aha, M-Krieger 2. Das ist nicht so spannend, muss ich sagen. Dann spielen wir den. Rüsten, also nicht rüsten, sondern spielen noch Banner des Mutes. Kampf. Bam! Und gleich spiele ich noch im nächsten, in der nächsten Runde spiele ich diesen Feuermenschen. Dann kriegt er nochmal 500 Angriff dazu.
Maske der Verfluchten, oh. Okay, vielleicht spiele ich den dann doch nicht. Was macht Maske der Verfluchten eigentlich? Ein Monster mit dieser Tatsache kann nicht angreifen. Spieler, der das ausgemerzt hat, hat entweder das Bein als Hilfe. Okay, dann wird das geopfert. Wohl. Ich lasse mir doch jetzt hier nicht Lebenspunkte abziehen für nix und wieder nix. So. Ja, was hast du? Oh Gott, das 13. Grad in die Totenhof, die da. So, mechanischer Jäger. Aber ich weiß noch, wie froh ich war, als ich endlich einen mechanischen Jäger hatte. Denn irgendwie ganz am Anfang war das eine reine Promokarte, die man nur irgendwie so über ein Turnier gewinnen konnte. Also bei einer Weltmeisterschaft, die gab es dann irgendwie nur so, ich sag mal, dreimal oder so. Und das war dann halt für mich natürlich unerreichbar. Oder du hast ja für 5000 Euro gekauft oder so, falls einer verkauft hat. Und dann, ja, irgendwann kam halt eine Reprint-Promo davon. Was für mich halt mega geil war. Ich habe mir die dann halt ertauscht, glaube ich. Für nicht so viel. Und ich habe mir von... Oh Gott, da ist Marek schon. Ich möchte da jetzt noch nicht gegen ihn kämpfen. Und ich habe mir dann auch noch irgendwann das war im Kartenladen, glaube ich, alles. Im Hinterräumchen so, zum Zocken und Karten tauschen und sowas. Ach, schon wieder muss ich anfangen. Mann, Mickey Mouse, du. Oh, und da habe ich immer noch eine Jiminy, also Links Elf. Ertauscht. Ich habe gegen irgendeinen weißen Drachen aus dem Deck war das. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Er ist zwar jetzt nicht sonderlich stark dadurch, aber ich dachte mir wenigstens. Ja, okay. Wenigstens etwas. Nein! Na gut, na gut. So, dann fangen wir da mal. Wieso gehe ich immer nach oben? Dann habe ich mir auch hier die Jiminy Elves halt ertauscht und. Der Typ ist so, ja, aber das sind nicht die aus dem Booster, sondern also das ist eine Promo, bla blub. Ich so, ja, ist in Ordnung. Weil die Promo ist dann halt entsprechend weniger wert gewesen, aber das war mir sowas von egal einfach, weil ich mir dachte, ich brauche ein 1900er 4-Sterne-Monster. Und boom! Ja, so fing es dann halt an, dass wir dann halt alle auch langsam diese 1850 bzw. 1900er Viecher bekommen haben. Denn davor war 1700 und 1800 ja der Shit überhaupt. Wobei eigentlich haben wir nur 1800er gespielt. Alles, was weniger hatte, musste dann eigentlich einen Effekt haben, zwangsläufig. Deswegen, ihr braucht euch ja nicht so wundern, wieso ich vielleicht merkwürdige oder ineffiziente oder langweilige Decks baue, keine Ahnung, weil ich kenne das nicht anders als von damals halt noch. Das ist ja halt Yu-Gi-Oh! Heute und Yu-Gi-Oh! Früher, das sind ja komplett unterschiedliche Spiele, kann man sagen. Wobei bei Pokémon ist es stärker, ist es schlimmer, weil die Karten von früher mit heute nicht mal kompatibel sind mehr. Also zu Hause schon, aber zum Beispiel kann man auf kein Turnier gehen und dementsprechend dann damit spielen. Normalerweise, so kenne ich das jedenfalls. Während bei Yu-Gi-Oh! Im Prinzip alle ja erlaubt sind. Das war nochmal kein Mitfix. Alter, zwei kann ich nicht. Der hat echt ernsthaft nichts Besseres zu tun, als wie dreimal. So. Er muss das nicht vom Typ Maschine ausgerüstet werden, dieser Attacke an sie. Das Senderphase spielt das die Wand nur dran. Alter. Erstmal ein Banner des Mutes, ja.
Dann spielen wir als erstes eine zweite Karte. Wechseln die Kampfphase. Ich greife mit ihm an. Und dann mit ihm. Ja, wir aktivieren den Effekt. Dann verlieren wir quasi nicht ganz so viele Angriffspunkte. Und dann opfere ich den gleich für den Meteordrachen. Oder für den anderen da. Der ist, glaube ich, stärker. Was? Ich bin dran? Wow, du hast kein Monster gespielt. Dann machen wir das halt doch anders. Boom. Boom. Also dafür, dass du mich mit drei Keiminfektionen belastet hast, hast du dann irgendwie nichts mehr gemacht. Na ja, gut, was hättest du machen sollen? Ich meine, du ziehst am Anfang irgendwie 4 Karten oder 5 und dann war's das halt. Und wenn dann davon 3 halt mal Keiminfektionen sind, klar, sie kann das zwar auf mich ausrüsten, aber so wirklich was bringen tut's ja dann nicht. Oh Gott, jetzt habe ich die Satzformulierung benutzt, die ich am allermeisten hasse. Entschuldigt, entschuldigt. Yay! Du! Okay, wir gucken mal. Ich hasse es anzufangen. Dadurch dauert das ganze Duell einfach eine Runde länger. Wir verzichten, glaube ich, einfach auf seinen. Nein, warte. Wir machen das so. Das ist eigentlich klüger. Oh Gott, was ist das für eine Hand? Gab's die überhaupt? Sind das Karten, die es tatsächlich gibt? MTCG? Ich erinnere mich nicht, dass LOB so brutal. Na gut, doch, LOB war brutal kack, genau wie Metal Riders. Eigentlich so die ersten 2, 3 Booster waren wirklich so gar nicht zu gebrauchen, tatsächlich. Ich habe nichts in meinem Friedhof. Ich weiß nicht, ob ich das so. Komm, ich spiele dich einfach so. Effekt aktivieren. Auf den. Oh Gott, das ist so scrappy Bullshit. Deswegen ist es mir lieber, wenn der Gegner anfängt, weil dann müssen wir eine Runde weniger spielen. Und ja, das ist dann halt besser. Ne? Was ist das? Tau-Sänger. 1200 mit 3 Sternen, okay. Ich meine, natürlich ist das unbrauchbar, aber. Und was soll man sonst machen, ne? Je höher das Level des Gegners oder so, desto besser die Belohnung. Ich hab das Stand da. Du bist als erster dran. Schon wieder, Mann. Was ist das nochmal für eine Karte hier? 1500, diese Karte ist nochmal bestanden. Ganz eine Hand laufen. Das Ganze. Ja, aha. Banner des Mutes spiele ich jetzt noch nicht. Nicht, dass er den zerstört, weil es bringt mir eh nichts in dem Moment, in dem er mich angreift. Von daher. Oh, ein Meteordrachen. Schön. Jetzt aber. Und Zug beenden natürlich. Alter, diese Watte-Dinger. Moki Moki hießen die, krass. Ich hab die gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. So gar nicht, gar nicht. Ja.
Und oben auf das Deck, ja. Da soll so ein Bullshit bekommen, ne? In die Kampfphase wechseln. Wie der. Was hat er da liegen? Sie. Okay, es war keine Spiegelkraft anscheinend, sonst hätte ich wohl gewonnen. Also nicht direkt gewonnen, meine ich damit. Gott, wenn ich irgendwas Gescheites kriege, Mann. Oh, jetzt ist Thea hier. Dann lass doch mal gegen Thea kämpfen. Weil da haben wir die Möglichkeit, ein Lagermädchen zu kriegen. Das ist nice. Ah, jawohl, zweiter. Du. Du 1700. Was war der Effekt? Du kannst die ganze Spitze mit deiner Hand beschwören, indem du eigentlich mal seine Push. Ja, reicht eine normale Beschwörung. Da ich eh aktuell keine Lebenspunkte abziehe, riskiere ich nicht, den Grarl zu spielen. Jawohl. So, spielen wir den. Legen wir diese Kacke da wieder aufs Deck oben drauf. So, jetzt den da. Auf 4 Sterne. Auch noch Banner des Mutes. Dankeschön. Jetzt Bullshit-Mon wegmachen. Direkter Angriff auf Thea. Oh, Thea. Oh, Kaiba, guck nicht unter mein Rohr. Der weggeflogen ist wegen deinem Angriff. Oh, Feenkönig Wachtal. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Manchmal sind mehrere mittelstarke Monster besser als ein starkes beispielsweise. Du gewinnst. Und ich würde sagen, das war's für heute mit Yu-Gi-Oh! Duel Links. Wir gucken mal schnell, dass wir haben was Cooles bekommen. Eine Elektropeitsche. Ein Monster vom Typ Donner, das mir sehr gerade ausgerückt. Säureregen. Zerstöre alle Monster vom Typ Maschinen auf dem Spielfeld. Das ist ein bisschen der speziell Berggeist. Der ist scheiße. Oh ja, Tier. So, jetzt haben wir. Okay, wir kriegen noch nie eine Belohnung. Gold. Und jetzt ist, glaube ich, ja, genau. Wir haben alles gemacht. Ah, hier ist noch ein Gegner. Egal, dann machen wir im nächsten Part dann einfach. Und bis dahin, Leute.